Lara Stalder, heute knapp verloren. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, ich denke, wir haben sehr gut begonnen, haben das erste Drittel dominiert. Auch nach dem 1:0 kamen wir schnell zurück. Wir konnten das Powerplay ausnützen und haben eigentlich die Hälfte des Spiels dominiert, aber dann hatten wir wie den Faden verloren. Wir haben uns nicht mehr ans Spiel gehalten, das wir wollten. Wir waren immer ein bisschen zu spät und haben so das Spiel aus den Händen gegeben. Ja, wobei es ja meiner Meinung nach noch bis zum Ende des zweiten Drittels eigentlich ganz gut lief. Nicht nur vom Ergebnis und das letzte Drittel, das war irgendwie so das K.O.-Drittel für euch. Was hat denn euch da das Leben so schwer gemacht? Ja, sicher. Es hat schon im zweiten Drittel ein bisschen begonnen, wo sie Druckmomente gehabt haben, aber im dritten dann noch mehr, wo wir zu weit weg waren in der Defensivzone. Und wir haben uns das Leben schwer gemacht, sobald wir die Scheibe hatten, dann war der erste Pass nicht gut. Und so kommst du wie in einen Circle oder eine Negativspirale fast. Und so haben wir das Spiel aus der Hand gegeben und nicht mehr gut gespielt, nicht mehr unser Gameplan gespielt. Und ja, so verlierst du ein Spiel. Aber auf der Habenseite bleibt ja was ganz anderes trotz allem. Und zwar endlich ist der Powerplay-Knoten geplatzt. Denn bei der WM war das ja doch ein größeres Problem auch für euch gewesen. Habt ihr da nochmal speziell dran gefeilt oder war das heute eher Zufall? Ja, wir hatten gestern noch länger im Training daran geübt. Und auch das, beide Powerplays haben getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube sogar drei. Ja. Ja. Von dem her, ja, war super, dass das geklickt hat. Sie nahmen viele Strafen, kleine Strafen. Wir haben es ausgenutzt und so auch das Spiel entschieden am Anfang. Aber doof, dass wir es doch noch aus der Hand geben. Ja, also einerseits schade natürlich, andererseits aber gut, dass ihr die Einladung der Schwedin auch angenommen habt. Dann noch schon eine Weile her ist es ja, dass ihr das letzte Mal gegen Schweden gespielt habt. Und das schwedische Nationalteam hat ja eine Krise gehabt, also Abstieg in die Gruppe B. Jetzt freuen die sich ja auch sehr, dass sie bei Olympia dabei sein können. Und du, weil du ja schon einige Jahre in Schweden spielst, ich würde mir erlauben, dich als Kennerin der schwedischen Eishockeyszene zu bezeichnen. Und die Frage ist, du kennst ja dann auch so ein bisschen Entwicklung. Also welche Entwicklung haben die Schweden gemacht und wie waren sie so heute oder überhaupt im Vergleich zu euren letzten Aufeinandertreffen, die ja wirklich schon eine Weile her sind? Genau. Ja, in den letzten Jahren haben sie wie einen Umbruch gehabt, also wo sie da abgestiegen sind. Das war sehr schlimm für das schwedische Eishockey und vor allem, weil die Liga so gut ist. Ausländische Spielerinnen spielen dort und dann die Nationalmannschaft, die steigt ab. Das war eine Riesenkrise und ich glaube, sie hatten einen Wandel mit neuen Coaches, mit neuem System, mit neuem, ja, auch sie hatten da einen Protest auch noch, dass sie... Ja, für Framtiden. Ja. Ja, genau. Und das hat so ein bisschen den Umschwung gegeben, weil sie haben ja eine Superliga, sie haben die Breite und das sieht man auch im Nationalteam. Sie sind wirklich über vier Linien sehr stark und jetzt mit neuen Coaches haben sie den Umbruch sicher geschafft. Jetzt müssen sie natürlich wieder in die obere Liga kommen und ja, für den allgemeinen Frauen-Eishockey-Fan ist es sicher gut, wenn Schweden wieder bei den Top-Leuten dabei ist, weil es ist eine super Liga und ich kann auch viel profitieren. Sie investieren mega ins Frauen-Eishockey. Einfach der Verband muss noch ein bisschen daran wachsen. Ja, zumindest haben die Nahrungsriegel ja kein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum mehr. Das war ja so eine der Geschichten, die mich dann auch total geschockt hat. Ja, Stichwort Schweden, SDHL, du spielst ja für Brynäs und aktuell seid ihr ja bei einem Spiel weniger auf Platz 1 vor dem ewigen Rivalen Luleå. Und wie fällt jetzt dein Zwischenfazit aus? Bist du zufrieden aktuell? Ja, bisher können wir zufrieden sein. Wir haben auch das erste Spiel gegen Luleå gerade verloren, obwohl wir eigentlich dominiert haben. Aber nachdem hatten wir eine konstante Leistung, konnten wirklich zeigen, dass wir das beste Team in Schweden sind. Ab und zu dann mal wieder ein Down, aber das gehört manchmal dazu. Daraus haben wir sehr gelernt und jetzt in letzter Zeit sind wir wirklich da, wo wir sein wollen. Und ich glaube, da wollen wir auch bleiben und wir haben das Team dazu. Ja, und du hast mir jetzt eben Stichwort gegeben, da musst du jetzt durch. Du hast eben gesagt Superliga und du bist ja die beste ausländische Spielerin dieser Superliga, Topscorerin dieser Superliga. Und hast den Goldhelm dieser Superliga bekommen. Jetzt werde ich das Wort Superliga auch nicht mehr benutzen, versprochen. Aber irgendwie fehlt es da noch was. Ich frage mich gerade was, aber wir wissen es ja beide. So, und die Zuschauer denke ich auch. Was hast du für ein Gefühl? Klappt es jetzt endlich mal mit dem lang ersehnten Meistertitel, der ja wirklich noch fehlt, so auch als Krone des Ganzen?
Ja, genau. Es geht um den Meistertitel, nehme ich mal an. Bingo. Ja, das ist schon immer mein Ziel gewesen oder unser Ziel auch in Brünnes. Wir haben jetzt wie eine Treppe, nehmen wir, und letztes Jahr haben wir mal Finalluft geschnuppert und dort mussten wir sagen, war Lüleo besser, aber ich finde, dieses Jahr haben wir das Potenzial wirklich, das zu gewinnen, aber die Saison ist lang. Man muss verletzungsfrei bleiben, man muss Top-Leistungen bringen und dann hoffe ich, dass wir einen goldenen Helm für das ganze Team holen. Das war doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann wünsche ich dir natürlich viel Glück dabei, viel Erfolg und in näherer Zukunft, also sprich jetzt die nächsten Tage hier natürlich auch viel Erfolg, also auf eine gute Revanche gegen Schweden übermorgen und dann auch nochmal auf ein richtig schönes Derby gegen Deutschland am Sonntag. Super, besten Dank.